Borky One hier, Alter. Wir sind hier bei Session irgendwas von Du und Deine Lines. Match gerade eben war schon richtig geil. Von der Delivery können sich ein paar renommierte MCs noch ein bisschen was abgucken. Neues Match jetzt, die beiden Dudes hier, Main Match. Fang mal an, wer kommt von weiter weg? Ja, ja, aber für, du stellst dich am besten jetzt erstmal vor. Okay. Sag mal, wer du bist. Ich bin Drago aus Köln, wohne derzeit in Bonn und ich rap aus Leidenschaft. Mach mal Lärm für Drago hier, bitte. Yeah! Hervorragend, hervorragend. Auf der anderen Seite haben wir, stell dich vor. Hi, ich bin King Lil Z aus dem Hause Keller Rap Studio. Ich komme aus Welt bei Dortmund und repräsente den Ruhrpott. Alles klar, mach mal Lärm für King Lil Z, Alter. Ja! Gut, dann der Dude wollte auf jeden Fall anfangen, du bist cool damit. Dann geht's los, Runde 1, Drago. Ich bin Newcomer, scheiß auf dein Battle Rap. Ich hol die Krone jetzt nach dem ersten Handicap. Dreh krumme Dinger, zücke meine Katana. Zeig Mittelfinger vor laufender Kamera. Hacke mich ins Laptop rein, klaue Mamas Nacktbilder. Auch an Karneval verkleidet als Miss Hitler. Was du willst, Stress, komm mit 20 Cousins. Egal auf VBT, du bist keine starke Konkurrenz. Steuer eine Drohne, sehe Mama mit der Wodka. Sie keutelt um mir an als Vergewaltigungsopfer. Sie steht auf schwarze Schwänze wie von Didier Drogba. Und die Tochter bei X-Hamster entjungfert von Pogba. Der Rambo fickt deine Schwester auf dein Quasimodo-Rücken. 93 Kilo wie auf Handelbank drücken. Kennst du die Baller, der Stürmer von Juve? Ich baller ja im Hammer deine Mama wie eine Rohre. Oh. Stehe hier Bulldog in Begleiter, heute nicht mit Tiger, fick dich du Neider. Aka Amania, komme mit Bodyguard, radikale Art. Check, check mal mein Outfit, weil ich traust mit katastrophal dein behinderter Auftritt, du AIDS-kranker Bastard. Machst auf Aslak, guck meine Bulldogge, pack dich, denn ich hasse dich, du Drecksbitch, schicke dich von hier bis Gefängnis. Umgeben von Crowd-Members, ein Draufgänger, ein Ausländer, gib mir das Mic jetzt. I wrote the last letter for you, bitch. Time. Mm. Yeah. Yeah. Dicker, eine Frage, wo ist überhaupt dein Hund? Deine Mutter steht auf was Weißes, 20 cm Schwanz in ihrem Mund. Dicker, pass mal auf, jetzt kriegst du Penner Prügel wie seit Jahren schon auf der Straße, Bitch. Bei dir erklärt sich's fast von selbst, warum du heute noch so ein Versager bist und dir tiefer in die Arme ritzt als Therapieinsassen. Dicker, du bist fett und das macht dich fertig, wie deine Mama deine 5-Minuten-Tassen. Oh. Du bist mir nicht gewachsen wie so ein Zwergenpüppmehl und deine Runde hat sich nicht gewaschen wie so ein Gegner von Hygiene. Ey, aus der Mitte, auf deinen Unterarm steht Killer. Ey, Dicker, das Ding sieht scheiße aus wie Michael Jackson in Thriller. Ey, Dicker, dazu hast du noch 28 Likes auf deiner Facebook-Fanpage. Das heißt, ihn scheint keiner zu mögen wie so verkohlte Frucht-Pancakes. Ey, du bist kein Attentäter, du bist ein Aktenträger, du bist 28 Jahre und Versicherungsvertreter. Und trotzdem willst du battlen wie Eminem in 8 Mile? Ach, Dicker, sei mal ehrlich, nicht mal du findest dich selbst geil. Ey, ich hab dich recherchiert, als erstes fand ich, du bist Türke. Ich fand deine Schwester Delik und dein Baba fuck, ich würde dich so gerne heute live privat zerfetzen. Aber ich hab meinen Stolz und das Battle seine Grenzen. Doch du, Penner, hast keine, du bist widerlich und krank und hast in deiner Beuteltasche immer Essensproviant. Ich bin kein Sympathisant von deiner Blog-Live-Musik, erinnert mich an 2003 so... Agro Berlin, ich zerreiß gekonnt in Fetten, tauge nix aus Born und verbrenne deine Runde wie mein Ganja durch die Bong. Du meinst, du hättest ein Front in 24 Stunden rausgehauen? Im Chat kommt dann, ey Chief, bitte gib noch 4 Wochen, um die Punchlines auszubauen. Ey, du bist ein größerer Esel als der Schwätzer von Shrek. Die Kernaussage meiner Runde, du bist widerlich und wack. Drago, guck, ich treff dich gerade kritisch mit meinen Punchlines. Mein Homie Trick wird sagen, weil dir reicht's, wenn man dich mal anschreit. Dicker Time. Yes. Runde 2. Go. Boah, krass, eskaliere beim Battle Rap. Sogar a cappella wirst du hier weggesmackt. Maskenrapper schämen sich für hässliche Leistung. Wo ist deine Maske, King? Fragte die Zeitung. Du willst König sein? Hör erst den König rappen. Wir sind die Kings, tragen breite Königsketten. Ich könnte wetten, du bist Jesus-Kopie. Dein Vorbild wird dich schämen für die Blocktherapie. Rapper aus Dortmund, bellt wie ein Hund. Ein Mann, ein Wort, du bist Untergrund. Kunterbunte Scheine, der Türke macht Aufstand. Was er drauf hat, Fans auch im Ausland. Eyo, Cappella läuft, alle meine Fans sind wieder betäubt. Du bist ein Faker, wie Flair aus Berlin, draußen auf die Bühne nur auf Amphetamin. Show VBT, es fehlt dir an Besetzung. Deine Stimme auf dem Beat ist wie Körperverletzung. Und du Bastard, willst auf Rika-Nacken machen, deshalb klatschen dich Kanacken beim Puffen auf deinen Nacken. Hörst du den Drachen, Stimme vernetzt, deine Mutter ruft mich an, ich drücke besetzt. Wenn du im Internet Sex, versucht sie Inzest. Die Cyberhure wird von jedem verletzt, vernetzt, versetzt, sogar beim Sex von ihrem Ex. Du stehst vor mir rum wie eine Rockerfigur mit Boxerfrisur, doch dir fehlt noch eine Kur. Maske, Shirt, denkst keine Enemies, deshalb mach ich mit dir Mortal Kombat Fatalities. Zu brutales Ego, pack mir deine Cousine, schick sie auf die falsche Schiene, dass ich Geld verdiene, Bitch. Time. Yeah. Yeah. Diese Energie. Du bist. Dicker,
dich, fetten Lauch, zu besiegen, fällt mir leicht. Wie einzuatmen, du Versager. Bei dir, Fetzer, klingt das mehr nach, Luke, ich bin dein Vater. Ey, du wohnst nicht mehr in Köln, sondern in Bonn, ist okay. Aber es lag alles an deinem Auftritt. Wir haben dich doch schon gesehen. Du warst tanzen in den News wie auf Speed und LSD. Du warst die rothaarige Trans auf dem letzten CSD. Ey, Dicker, in Ports gibt's dafür Prügel. Also musstest du schnell fliehen. Aber auch hier gibt's dafür Schläge. Dicker, das hier ist Berlin. Sogar dein eigenes Team feuert mich für deine meine Punchlines. Ey, Dicker, die wandern gleich alle hier rüber. Dann wirst du wie immer allein sein. Ey, meine Technik kann voll geil sein. Frag mal deine Alte. Ich ramme deiner Pelle meine Pimmel in die Mutter, wenn sie will, auch in die Spalte. Für mich bist du als Gegner einfach nichts als ein Witz. Du hast etliche Tracks, aber fast keine Klicks. Keine Punchlines, die mich flashen wie ein eingeschlagener Blitz. Aber du redest von Karriere, du bist zweigespalten. Twigs. Dicker, wenn du anfängst zu rappen, sag ich, Typ, was machst du? Bei jeder meiner Zeilen denken die, Alter, der ist krass gut. Wenn du gegen mich rappst, denk ich mir nur, warte, ein Spaß-Move. Bettlich rennst du weg wie Pokémon Go-Spiel auf der Suche nach Pikachu. Dicker, du bist nicht hetero, auch nicht homo. Du bist trisexuell. Du bist ein Türke und fickst Ziegen, bis sie quieken wie Adele. Alter, du verdammtes Wiesel wirst gerissen, wenn ich meine Parts kicke. Aber wenn du rappst, guck ich weg, dann aus deinem Maul riechst du nach Arschritze. Basic. Time. Yeah! Yeah, yeah, yeah. Dritte Runde noch? Dritte Runde, go. Du bist der Rapper, der mittlerweile 6 Väter besitzt. Deine Ma wechselt Männer wie ein Fußfetischist. Rap-Terrorist bin auf weltweiten Märkten. Du bist korrupter als die Zivis in Antwerpen. Ey, Mann, ich wurde zum Showstar. Guck über dem Bett deiner Ma, hängt mein Poster. Sie wollte an den Knüppel, doch ich pop sie zum Krüppel. Jeder hier im Viertel schlägt zu mit nem Gürtel. Die Wanderhure klappert an der Eichel wie bei Ice Age. Währenddessen kassierst du Bomben auf der Livestage. Gehst auf Geisterjagd, weil du keine Frau kriegst. Heute mal Pokémon, weil du nirgends drauf liegst. Zu mir aufsiehst, bah, Drecksvisage. Guck dir schief, gab mir wieder Königsgage. In der Tiefgarage wartet deine Ex, Beine breit. Kein Sauna-Club, mein Schein, sie es bleibt. Deine monotone Art wird nicht angezeigt. Ich werde angezeigt von deinem Vibe, es tut mir leid. Ich zerreiße deiner Freundin ihre durchsichtige Strumpfhose. Sie steht auf harten Sex, für sie ist es die Grundnote. Ich betone wieder Hardcore im Rap. Deine Ma hat jeder bis nach Nardo geleckt. Hardcore-Effekt, du Fick-Fehler trägst. Tom Taylor, machst auf Rich Kids. In Bonn box ich jeder. Ich bin Täter, 9 mm. Ballerblei, wohl mit deinem Blick, denn du schießt an mir vorbei. Frag die Polizei, warum du noch keinen Fame hast. Dein Mann wird gefickt und durch die Blutbahn das AIDS rast. Yeah, Mann. Soll ich, darf ich noch ein bisschen? Gönn dir, Digga. Ist gut, Leute. Was ist los? Keine Stimmung oder was? Ne, komm, ist okay. Ich bin so ich bin 94 Sekunden reichen, Alter. Ey, das ist schlecht. Letzte Runde, wa? Digga, du meinst, Chief gibt dir Kohle. Ich glaube, hier kriegt niemand gar nichts. Ich glaube, Basic und Chief sprachen dir Bukake oder ein bisschen Arschweg. Digga, und von wegen, meine Mutter hat dich angerufen, Alter. Glaube ich gar nicht. Deine Mutter hat mich angerufen und hat mich sofort vollgestöhnt. Ich habe es gesampelt und die Schlampe gleich wieder aufgelegt. Ey, Dicker, bist du aufgeregt oder warum schwitzt du? Du mit deinem Bandana-Fettsack ist nichts als ein Bitch-Move. Siehst du, wie ich freestyle? Du willst wie ein PNC sein, Alter. Dicker, soll ich dir mal was erzählen? Guck mal, du bist nicht chartverdächtig, du bist stark zerbrechlich. An mir wirst du heute scheitern, meine Bars kommen heftig. Ich rap dich fünffach behindert, bis du quiekst wie ein Schwein und drück dir Punchlines in die Fresse, bis dein Schließmuskel reißt. Yeah. Dicker, und apropos Schließmuskel reißen, ficken dies und das, Alter. Ich kann mich kaum noch daran erinnern, Alter, wie oft ich deine Mom gepoppt habe. Denn die Anzahl unserer Ficks entspricht der Anzahl meiner Kopfhaare. Ja, ja, jetzt denkst du schon, der war schon mies, Partner. Aber werd nicht frech, der wird Pech hast, bin ich nächste Woche schon dein Stiefvater. Ey, Drago, ehrlich, Alter, du rappst so Standard. Deine Stimme klingt so krampfhaft, als ob du dauerhaft scheißen müsstest und dich deshalb nicht entspannen kannst. Digga, guck, ich bang jetzt am Mike und nenn dich Opfer, einen Hurensohn. Du gehst mir einfach auf den Sack, als würdest du auf meiner Tour blowen. Kein. Yes! Komm mal lang! Yes! Letzte Main Match, du und deine Lines, da war's. Ja, yeah, genau! Vorbei, Alter. Dankeschön! Macht Lärm nochmal hier für beide Rapper! Du und deine Lines, Alter, wir in der Hasenheide. Rechts neben mir Drago 51, Alter, direkt aus Köln nach Berlin gefahren, Alter, auf jeden Fall stabile Leistung, plus neuer Style im Battle. Ja, also ich fand das komplett crazy, Alter, ich habe auch Bonteggi, Alter, wir hatten es auch gut zusammengebrochen, Alter, der es auch gehostet hat. Nochmal Shoutout auf Bonteggi, Alter, dass er auf jeden Fall hierher gekommen ist und das gehostet hat, Alter. Aus einem übelst fresher Sweater. Ja, richtig fresh. nebenbei, wie lange rappst du schon?
schon sehr lange, aber ich habe bis jetzt nur Underground-mäßig gemacht, nur nicht so öffentlich. Und jetzt ungefähr seit einem halben Jahr veröffentliche ich auch bei iTunes, Amazon, überall verkaufen, ein bisschen Fame machen, Klicks. Langsam geht's los. Und ich bin auch sehr stolz drauf. In 3 Tagen habe ich 6.684 Fans gemacht. What? Habe ich auch bewiesen. Also ich habe auch einen Screenshot. Kann man bei Instagram sehen. Ich habe auf 1000 Seiten das gefeatured, dass das überall im Radio und so gespielt wird. Und dann haben sich Fans angeklickt. Dafür danke ich nochmal an alle. Wie hast du das hingekriegt? Ich habe das über eine Seite gemacht, habe was gepostet von mir, eine Musik. Und das wurde auf 1000 Seiten gefeatured. Okay. Und dass ich dann 6000 Seiten gefeatured habe. Das war über Dieter Bohlen. Ne? Ja, wäre cool, ja. Warum nee, nicht, also ne? Deine eigene organische Leistung. Also du hast einen Song gemacht, der so krass angekommen ist. Das heißt original, das kann man auch kaufen überall. Auch sogar über Smartphones erhältlich bei Play Store, wo man bam, Alter. Läuft. Langsam. Ich gebe mir Mühe, ne? Können wir uns ja umso mehr bedanken, dass du jetzt hier auch den Weg des Battle Rappers nebenbei noch bestreitest, obwohl du musikalisch so überaus aktiv bist. Ja, erstmal grundsätzliche Einzelschätzung zu dir, deiner Leistung, die Leistung deines Gegners. Wie hast du dich hier gefühlt? War ja aber trotzdem dein erstes Rhythm-Debüt, also dein Rhythm-Debüt. Genau, also das war mein erstes Battle gewesen und das war erstmal, ich musste mich richtig vorbereiten, hab Texte geschrieben, viel geflowt, geübt, hab mir gedacht, wie kann ich den Gegner zerfetzen, ne? Aber er hat auch coole Lines auf jeden Fall, Respekt an ihn nochmal. Habe ich nicht damit gerechnet auf jeden Fall, ne? War auf jeden Fall cool. Erstes Battle, erste Erfahrung, das zweite Battle wird auf jeden Fall besser werden, ne? Das verspreche ich. Und das hat mir Spaß gemacht, die ganze Fahrt hat sich gelohnt, 600 Kilometer oder so. Ne? Vollgas mit BMW und dann waren wir hier. Hat sich gelohnt auf jeden Fall, ja. Ja, gerade hätten sich hier in der Hasenheide fast noch die Dealer hier abgestochen. Jetzt heiratet da scheinbar eine Gesellschaft. Ja, du hast für meine Begriffe, Basic hat gesagt, neuer Style. Ich muss auf jeden Fall sagen, neues Vokabular hier, richtig. Also ist so der eigene Schnack in Köln, Bonn, Area oder was? Ja, ich hab. Du hast also hier deine, was hast du gesagt? Deine Schwester ist so bleib oder deine Mutter ist so bleib. Richtig geiler Slang auf jeden Fall. Und was mir aufgefallen ist, neben dem Vokabular, Alter, hast du mal gebreakt? Ja, wie du dich bewegt hast, das war ja fast schon Breakdance, Alter. Das kann auch keine einstudierte Performance gewesen sein, weil man hat gemerkt, es kam so aus dir raus. Du bist ja so 100%. Ausgenudelter Begriff, aber authentisch, Alter. Danke. Merkt man, Alter, ist nichts aufgesetzt, wie du da standest mit dem Bandana vorm Mund, als der Gegner gerappt hat. Tschüss! Danke, danke. Ja, also, jetzt hat die Frage auf jeden Fall Spaß gemacht. Ja? Die Frage kannst du gerne stellen. Ja, ich habe auf alles wie kommt man, ne? Wie kommt man darauf? Wie ist so dein soziales Umfeld? Was hat dich geprägt und was hat dich zum Battle-Rap gebracht? Also der Jarambo, muss ich auf jeden Fall nochmal Props geben an ihm. Super Shoutout auch an Jarambo! Super Battle-Rapper und er hat mir gesagt, komm, versuch's mal. Ne? Du hast Stil, du hast Talent. Ne? Ihr hängt ab miteinander, ja? Kennt euch. Wir kennen uns jetzt, wir kennen uns schon eine Weile, seit kurzem, weil ich wohne seit kurzem im Raum. Hab durch einen sehr guten Kollegen auch kennengelernt. Und wie gesagt, langsam versuche ich mich auch nach oben zu boxen. Ja, es wird nicht leicht sein. Ich habe so ein paar Gegner heute gesehen, die was drauf haben. Aber man kann ja nie wissen, ne, was auf einen zukommt. Ich prophezeie dir da auf jeden Fall richtig gute Ansätze und Dankeschön. Ich denke mal, da gibt einiges in nächster Zeit. Ja, Basic, du noch was ergänzen hat? Ja, ganz wichtiger Punkt, weil du meintest, du hast Gegner gesehen, die heute was drauf haben. Ey, du kannst dich hier auch live herausfordern oder rings. Oder wenn du gleich einen gesehen hast. Also, der und der war hier. Richtig geil, den hätte ich jetzt als nächstes, halt in den nächsten 4 Wochen, könntest du in den nächsten 4 Wochen einfach herkommen. Halt klar, nochmal. Warum nicht? Also jederzeit. Genau. Echt, ja? Das hat mir richtig Spaß gemacht mit euch. Also, ist ein coole Crew hier, professionell alles abgelaufen, also läuft alles professionell ab bei Ihnen, ne? Also, what? Bei euch, also super geil, also jederzeit, ladet man munkelt, mich ein. Man munkelt. Ladet mich ein, ich bin dabei, also Kingshot, ja, gib mir ein bisschen Zeit, damit ich mich noch besser vorbereiten kann. Wir hatten ja nur 4 Wochen leider, ne? Na, was heißt nur King, Wochen ne? Viel leider? Nee, da muss ich kurz reingrätschen, weil MCs, und zwar gerade in ihrem Debüt, müssen natürlich hoffentlich schon ein fettes Punchline-Repertoire am Start haben. Natürlich wird das auf den Gegner dann nochmal komplett zugeschneidert, neu geschrieben, völlig klar, aber ey, MCs, die sich bei uns bewerben, sollten bitte schön einen richtig fetten Rucksack voller Punches schon am Start haben. Die hattest du heute auf jeden Fall dabei, muss ich sagen. Und, ja, jetzt habe ich vergessen, was wollte ich noch anfügen. Genau, 4 Wochen ist bei uns, das ist genau das ist die Standardfrist für Debüt-Matches. Mhm. So lange geben wir uns auch ein bisschen Zeit. Okay. Und so kurz soll es auch nur sein, weil sonst nutzt sich auch so ein Part ab. Ja. Je frischer er ist und. Ja, klar. Ja. Hast du ja gesehen, du hast abgeliefert, oder? Ja, auf jeden Fall. Also, ich habe auch hart gelernt dafür. Hat sich gelohnt. Scheiß. Du und deine Lines-Community, wenn ihr Drago 51 hier als Sieger saht, dann votet bitte dementsprechend. Stimmt ab bei uns.
und verfolgt uns weiter, abonniert uns, sagt's euren Freunden und euren Freundinnen. Peace out. Du und deine Lions, wir sitzen hier mit King Lil C. Gerade Debütbattle bestritten bei uns, vielen lieben Dank dafür. Kein Problem. Wie ist die Emotion danach? Also ich muss sagen, ich habe ja schon das ein oder andere Battle bestritten so. Und das war bisher das Aufregendste für mich. Also ich war von der Spannung her sehr gespannt. Ich wusste nicht, was mich erwartet. Mein Gegner hat noch nicht allzu viele Battles bestritten so. War insgesamt generell, glaube ich, Newcomer so. Und deswegen habe ich einfach mal auf mich zukommen lassen. Und, ne? Ja, war aber ganz souverän. Du hast gesagt, du hast schon ein paar Battles bestritten. Wo und wie und wann genau? Ich war in mehreren kleinen Unterturnieren, habe da, sag mal, das Battle Rap als solches gelernt. Also ganz Videoplattform, jetzt nicht live, du redest nicht von Freestyle, Cypher, Written Battle, sondern von Videoplattform. Videoplattform. Ich war in so einem ähnlichen Format, damals in Köln, DDP heißt das, die Brennende Tonne, da habe ich meine ersten Anfänge gemacht. Die kennen wir. Und Shoutout an die Brennende Tonne. Schöne Grüße an dieser Stelle. DJ Burn, ne? dann wollte ich noch, ich habe den Faden verloren, leid. Du warst bei Die Brennende Tonne, aber vielmehr noch bei Videoturnieren und hast da deine ersten Erfahrungen gesammelt. Ja, daraufhin wollte ich halt einfach ein Stück weiter nach oben greifen. Dann war ich bei Rap am Mittwoch dabei. Ich habe mich für VBT Elite qualifiziert. Da war ich in der Qualifikationsphase mit dabei. Und das Battle Rap ist einfach mein Ding so, gefällt mir mehr als Storytelling und sonst irgendwas. Und deswegen versuche ich da einfach mal ein bisschen Fuß zu fassen. Ja, man hat doch gesehen, du hast dich wohlgefühlt, du hast sicher delivered, du hast vor allem richtig abwechslungsreiche Dinger gebracht, also fand ich zumindest. In den Flow-Passagen hast du da mehrmals das Tempo gewechselt und natürlich die Reimstruktur, auch deine Aggressivität, das Level so von der Power, die du gibst, hat mir richtig, richtig gut gefallen rundum. Welche Sachen sind dir gut gelungen und welche Sachen musst du auf jeden Fall verbessern? Was sagst du selber, wie siehst du dich da heute in deinem Match? Ich muss sagen, dass ich nur zu 80% vorbereitet war. Ich hatte 2x32 Lines, für den dritten Part hatte ich 16 Lines, habe zwischendurch ein bisschen gefreestylt so. Ich fand meine Line am besten, als ich gesagt habe, ich rap dich mehrfach behindert, bis du fliegst wie ein Schwein und drück dir Punchlines in die Fresse, bis dein Schließmuskel reißt. Also den fand ich persönlich so von mir aus am stärksten so. Was mein Gegner jetzt so von sich gegeben hat, ich muss sagen, der war wirklich nicht schlecht, also war jetzt nicht irgendwie ein Rookie, der gechoked hat oder sonst irgendwas, aber ohne arrogant klingen zu wollen, so für mich war relativ schnell klar, dass ich das Ding mache, so, weil ich halt sehr sicher war und auch schon ein paar Battles gemacht habe und bei ihm ist mir einfach nicht viel hängen geblieben, so, was wirklich gepuncht hätte. Alright, also du siehst dich auch als klaren Gewinner jetzt? Ja, muss man einfach sagen. Ja, King, nee, brauchst dich nicht verschämen. Ist, wie ihr sagt, ja auch eine Spezialität hier an unserem Format, dass es eben direkt nach Battle kein Crowd- oder Jury-Voting gibt, sondern die Community, und dazu seid ihr explizit aufgerufen, abstimmen soll. Wenn ihr ihn fresher fandet, ruft nicht für ihn an, verdammt, sondern stimmt ab. Wir werden das Ganze irgendwie erstmal bei Facebook starten und später vielleicht mal auf eine Homepage oder so stellen, aber ihr werdet es auf jeden Fall finden. Klickt diesen Link, aber Basic, du musst doch noch was sagen. Ja, ich fand auf jeden Fall deine Leistung auch ganz cool, Alter, für erste Debüt, weil erste A Cappella Debüt. Wie lange verfolgst du das Ganze schon? Generell Rap oder Battle Rap? Nur Battle Rap. Battle Rap so 5 Jahre schon. Ja, 5 Jahre. 26 gerade geworden. 5 Jahre. Bitteli hat 3 Jahre Debüt. Das heißt, du hast bei Rap am Mittwoch angefangen, Battle Rap zu hören. Nicht Battle Rap zu hören. Mein erstes wirklich selbstgehörtes Battle warst du im Feuerball Deutschland gegen Greg Pipe. Oh, danke. Das war das erste Battle, das ich jemals gehört habe. Danach muss ich ehrlich sagen, so habe ich eine ganze Zeit lang kein Battle Rap gehört. Habe dann wieder im VBT, ich weiß nicht, 2012 oder so, 2013 habe ich dann mit Battle Boy Basti angefangen, habe ich den gehört. Den fand ich ganz fresh, der muss ich sagen. Richtig so. Gut. Und dann habe ich einfach mal selber Gas gegeben und geguckt, wie weit es geht. Ja, und bin noch dabei. Geil, Alter. Geil. Ja. Geile Scheiße. Geil ist also, dass die Szene so wächst, weißt du so. Ja. Einfach schnell nur noch auf den Zug aufspringen. Ja, einfach nur auch so erst beobachten und dann ist man auch immer da. So. Mhm. Ja, das finde ich geil und dafür steht auf jeden Fall unsere Plattform auch. Votet für diesen Jungen, Alter, wenn ihr meint, er war auf jeden Fall besser als seinen Gegner. Und du und deine Lions, Dicker! Dicker.